Heute betrachten wir das Kunstwerk Stehender von Hans Josefsson. Es ist eine große Figur. Sie stellt einen Menschen dar, einen Mann. Wie groß könnte er sein? Schauen wir die Figur genauer an. Gesicht, Hände und Füße sind nur schwer zu erkennen. Die Oberfläche der Figur ist rau und uneben. Ist das Kunstwerk fertig? Der Künstler macht zuerst ein Modell aus Gips. Er arbeitet grob mit seinen Händen oder mit einem Spachtel. Für Josefsson ist es schwer, das Modell fertig zu machen. Er arbeitet lange daran. Darum wirkt die Figur unfertig. Aus dem Gipsmodell stellt der Künstler eine Gussform her. In diese Form gießt er flüssiges Metall, Bronze, und dieses wird kalt. Nun ist die Figur fest und hart und sicher sehr schwer. Ein solches dreidimensionales Kunstwerk nennt man Plastik. Dieses Werk hier wird auch der Arbeiter genannt. Welche Arbeit hat dieser Mann wohl gemacht?